Hey Leute, was geht? Willkommen zu einem neuen Part von Captain Todd Treasure Tracker. Wir haben beim letzten Mal hier die ganzen Expeditionen gemacht. Und jetzt machen wir anscheinend mit einer nächsten Expedition weiter. Mir fällt auf, jedes Mal, wenn eine Expedition im Titel steht, sind automatisch immer die anderen drei Todds dabei. Ja, schön, dass einem das auch mal so ein bisschen auffällt, ne? Gut. Expedition in der Kugel will die Basis, Mann. Ah, okay. Okay, okay, okay. Allgemein lässt sich hier sagen, dass wir hier schon mal waren. Anscheinend, ja doch, hier waren wir glaube ich schon mal. Ist wieder dieselbe Map, da haben sie wieder dieselbe Map benutzt. Aber, was man hier sagen kann, diesmal sind die anderen Todds dabei und hier kann man runterfallen. Nicht? Okay. Aber da kann man runterfallen. Wir gucken uns aber erstmal hier die Sachen an. Da kann man schon runtergehen. Die Sache, oder die Frage ist da, was bringt uns das? Ich betätige erstmal diesen Schalter hier. Ah, okay, okay. Oh, wow, oh, was, was, was? Hör mal, das Tor habe ich auch gesehen. Ja. Münzen, ja, was geht ab? Wichtig, wichtige Scheiße. Hier muss man sich alles nochmal ganz genau angucken. Also ihr wisst, ne, ihr habt das Level auch schon mal gesehen mit mir. Und der Goldpilz war hier nicht leicht versteckt. Das ließ sich ja sagen. Ah! Okay, hier muss man wieder die Kugelwillis auf die anderen Ziele lenken. Besser gesagt, die Mauern. Das aber auch mit Vorsicht, weil wenn jetzt noch mal ein Kugelwilli in den Todbett fliegt, dann war es das schon mit dem Level. Ne? Dann können wir hier wieder sterben. Ja, dann sind alle tot. Wenn ein Todbett getroffen wird, dann müssen alle dran glauben. So ist das hier. Okay, dann lenke ich den jetzt mal ganz unauffällig hier hin, damit er die anderen Leute mal in Ruhe lässt. Und wir hier rüber watscheln können. Todbert, kommst du mit oder was? Okay, hier auch nochmal schön umgucken nach einem Goldpilz. Ehrlich, seit dem letzten Mal bin ich paranoid. Ohne Scheiß. Das auf jeden Fall. So. Nein! Boah, das ist immer so knapp, wenn die Vögel da kommen. Heftig. Alles klar, dann gehen wir jetzt mal hoch. Los geht's! Ich würde jetzt auch gern wissen, was dort ist, wohin uns dieser Schalter führt, was der bringt, aber ich will erstmal zum anderen Todd. Ja. Ist zwar die Gefahr sehr hoch, dass wir hier drauf gehen, schon allein wegen diesen scheiß Vögeln, aber ich will es jetzt mal nicht hoffen, ne? Alter, das ist immer so krass knapp. Besonders wenn man sich hier hinstellt, macht der Todbert einen so nach. Das ist nicht mehr feierlich. Das ist nicht feierlich. Alter, komm mal hier bitte schon gut durch. Alter, scheiße, Mann. Oh, seht ihr? So einfach kann das gehen. So einfach fällt mir hier runter. Das ist doch kacke. Ist doch nicht wahr. Scheiße, ich hasse diese Todd-Expeditionslevel. Die sind so kacke. Hier musst du richtig taktisch denken. Ja, das ist kacke. Ja gut, aber da wir jetzt den Grundschliff des Levels kennen, werde ich hier auch ein bisschen durchrasen jetzt. Also der Rest ist mir jetzt egal. Das muss sein. Da könnten wir uns theoretisch auch runterfallen lassen, oder? Hier. Könnten wir machen, in der Theorie. Entschuldigung. Das mache ich auch, glaube ich. So kommen wir einfach an den Todbert. An den anderen Todd. Also an den grünen Todd. Meine Fresse, wie heißt denn der überhaupt? Alle Todds haben Namen. Oder? Ich meine, der... Vom Blauen weiß ich noch, dass er bei Super Mario Galaxy Todbert hieß. Das wusste ich noch. Erkennt man ja auch an seiner Brille. So ein Klugscheißer. Ja, ich weiß alles. Ja, ja. Ich bin wieder Pokédex aus Pokémon. Ach, da können wir uns ja gar nicht fallen lassen, ne? Da ist ja der Zaun, aber den habe ich nicht gesehen. Haben wir gesehen? Boah, scheiße, ist das knapp. Meine Phrasen. Boah, ich muss echt gucken, dass ich die Vögel hier kurzerhand umbringe. Würde das gehen? Könnten wir das nicht sogar machen? Moment. Ich glaube, das wäre sogar möglich. Wenn wir die Kugelwillis von dort hinten
wo ich gerade hinzeige, auf die Vögel lenken, dann würde das theoretisch gehen. Aber ich will erstmal, dass die hier mir alles aktivieren, und haben sie auch gemacht. Das ist super. So, wie komme ich jetzt hier am schlauesten durch, ohne dass ich in die Lava falle oder dass die Vögel uns behindern? So, komm mit. Scheiße, Alter. Ich wäre fast wieder reingefallen, das gibt's nicht. Ist das eine kackschwere Aufgabe. Du musst da immer so vorsichtig sein, damit die da nicht reinfallen, ey. Richtige Vollhongs. So, da ist der letzte Tod. Okay, komm. Los, los. Okay. Alles klar. So, dann lenke ich jetzt mal den Weg dorthin. Damit wir auch da durchs Dings können. Ne, also durch dieses kleine Türchen. Das sieht schon mal gut aus. Und immer noch keine Spur vom Goldpilz, ne? Ne, ich warte. Ne, ne, ne. Ich bin noch nicht behindert. Ich gehe doch jetzt noch nicht auf die Plattform drauf. Die müssen erstmal alle hier schön stehen. Ich bin noch nicht behindert. So, jetzt. Alter, mit 4 Tots auf so, solchen schmalen Ebenen voranzukommen, das ist so hart. Und hier habt ihr nichts versteckt? Hier ist kein Goldpilz, kein gar nichts? Euer Ernst? Okay. Scheiße, Alter. Boah, meine Fresse. Das ist... Das... Ohne Scheiß. Das sieht jetzt vielleicht einfach aus, aber das ist es nicht. Das ist richtig hart. Total hart ist das hier. Das glaubt ihr mir jetzt nicht, ne? Aber das ist echt so. Versucht mal hier ohne Schaden, ohne gar nichts durchzukommen. Das ist... Mission Impossible 5. Möchte ich jetzt schon fast sagen. Okay, hier ist wohl auch nichts. Alles klar. Aber ich wäre ja nicht Random Kai, würde ich hier nicht noch tausendmal nachgucken. Wir gucken uns erstmal diese Plattform an. Ne? Und da ist auch nichts. Okay. Das Level könnten wir jetzt theoretisch schon abschließen, das machen wir aber nicht. Alter, macht keinen Scheiß jetzt hier, ne? Wehe, ihr fallt hier runter. Ich habe ehrlich gesagt keinen Bock, das Level hier tausendmal zu spielen. Da ist ein Goldpilz. Da ist ein Goldpilz, Leute. Und der ist nicht im Boden versteckt. Das ist schon mal richtig sozial. Boah, was? Möchte ich schon fast sagen. Und der Goldpilz hat, by the way, das gleiche versteckt wie im Level davor. Also wie dasselbe Level, was wir schon aus den aus der ersten Episode, glaube ich, kennen, ne? Das kann wirklich sehr gut sein. Okay. Jetzt können wir das Level beenden. Jetzt bin ich froh. Ja, ich bin froh. Ja, ja. Und wo ich eben richtig Schiss vor hatte, eben waren noch der gelbe und der grüne Tod noch in diesem... in dieser Einkerbung, wo auch hier Dings, würdest du bitte reinkommen? Wo auch der Goldpilz drin war. Hätte ich dann die Ebene gedreht, dann wären die alle runtergesegelt. Das sage ich euch. Meine Phrasen, ey. Puh, aber ich hab's geschafft. Ich hab zwar etwas länger gebraucht, aber das ist ja dem Tod zu verschulden. Und yes, 100 Münzen haben wir. Ich glaube, uns hätte noch eine Münze irgendwo gefehlt. Ich glaube, es hätte 110 Münzen gegeben, aber das ist mir egal. Kommen jetzt nur noch Expeditionen. Oh, das ist doch kacke. Expedition im Mondscheinturm. Ja, ja. Ach, bitte, mach doch keinen Witz. Das macht doch keinen Witz. Ach du Scheiße, das gleiche... Nein, Alter. Könnt ihr euch noch ans Level erinnern, wo ich hier mit Carmack so mega rumgeraged habe? Das ist dasselbe Level nochmal. Euer Ernst? Scheiße, Alter. Gut, der Kamek muss so früh wie möglich beseitigt werden. Ohne Scheiß. Der wird so früh wie möglich beseitigt. Ihr meint's aber auch ernst. Ich habe an diesem Level... Lass mich nicht lügen. Eine Dreiviertelstunde gehangen. Nee. Na, Dreiviertelstunde ging die Aufnahme. Eine halbe Stunde saß ich hier bestimmt dran, um alles zu sammeln. Also so hier alle Münzen, Goldpilz. Falls es den hier gab, ich glaube schon. Es gibt hier zumindest eine Münzen-Challenge. Und das war echt hart, Alter. Das war total hart. Den Todbert sammle ich übrigens erst später ein, sobald ich den Karmic hier beseitigt habe. Dann mache ich mir das Level hier definitiv einfacher. Deswegen will ich jetzt erstmal eine Ebene höher gehen. Und dann wird auch schon der Karmic beseitigt. Ach komm, nein!
Hier hätte man 10 Münzen holen können. Das habe ich mir jetzt aber wieder verscherzt. Ich hoffe, es reicht trotzdem mit den Münzen. Alter, Vorsicht. Alter! Kann das sein, dass er besser trifft als vorher? Ist er irgendwie schlauer geworden, der Kamek? Ist das sein Ernst? Das ist wieder der Schlüssel anscheinend. Schade. Aber ich glaube, so kann ich es machen. Ich glaube, so kann man ihn treffen. Und das werde ich jetzt so lange machen, bis ich es geschafft habe. Weil ich möchte mir hier das Level nicht mit dem Kamek verscherzen. Und oben wird es schon schwer genug mit den ganzen Kameks. Da sind, glaube ich, wieder 3 Kameks, die man abballern muss. Beziehungsweise die musste man abballern. Wie es diesmal aussieht, weiß ich nicht. Ob alle 4 Tots eine Rübenkanone reinpassen, das ist die Frage des Tages, meine lieben Kinderchens. So, ich warte jetzt, bis er runterkommt. Kann ich den überhaupt von hier aus treffen? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht. Nein, Mann. Nein, Mann. Andererseits... Andererseits will er ja auch nicht sich anders platzieren, oder? Jetzt aber. Einmal versuche ich es noch. Nee. Kamek ist viel zu weit hoch. Dann mache ich es wieder mit wie eben oder wie... Was heißt wie eben? Das ist ja auch schon 5, 6 Parts her. Dass ich den Schlüssel dort platziere. Schön gechillt hier, gönnig hochfahre und dann voll auf die Fresse gebe. Yes, wir haben ihn besiegt. Geil. Okay, das hätten wir schon mal geschafft. Boah, Leute. Da fällt mir ein Stein vom Herzen. Und wehe, der spawnt wieder. Wehe, dass der wieder spawnt. Wehe dem. Huhu. Hallo, Totbert. Hallo. Du Sau. Gucken wir uns aber dennoch hier nochmal nach Münzen um. Obwohl wir schon 107 Münzen haben, ne? Wo kommen die denn alle her? Wo haben wir die denn her? Ja, ja, ich war bei der Todbank aus Mario Party 1. Der Schlüssel ist jetzt weg, das ist schade, aber ist mir egal. Pflanze ich ihn dann eben dann nochmal an die Plattform hin. Ist ja kein Aufwand. Überhaupt nicht, nee. Ich habe ja sonst nichts zu tun, ey. Scheiß Level, ich hasse das voll. Ich hasse das Level. Aber ohne Witz, das ist... Ohne jetzt zu lügen oder zu sagen, das war echt voll scheiße, weil ich das hier, weil ich hier eine halbe Stunde saß. Aber das Level ist echt eins meiner Hasslevel hier in dem Spiel. Da sind selbst die Wingo-Level einfacher. Könnte ich so unterschreiben, ist echt so. Die sind echt mega einfach im Gegensatz zu dem hier. Besonders frage ich mich, wie sie das hier schwierigkeitsmäßig jetzt gelöst haben. Ob sie das hier gleich gelassen haben, ich meine, mit dem Kamek. Der ist zwar immer noch da. Aber andererseits, wie sieht das später aus? Sind da immer noch diese Wipfelbäume da? Diese scheiß Bäume? Mann! Danke. Ihr wisst, ne, der Kampfschrei, wichtig. Wichtige Lektion. Ach, und da kann man einfach so rüber. Man braucht die Plattform gar nicht. Okay. Alles klar. Waren hier nicht noch irgendwo Piranha-Pflanzen? Oder bilde ich mir das nur ein? Kann der andere Tod auch helfen? Mit Rüben ziehen und sowas? Nee, ne? Nein, ich kann nur lesen. Ich kann mehr nicht. Oh, das andere Tod. Hallo. Party hart. Ja, ja. Wow. Alter, ihr seht's, ne? Die anderen Tots gehen genau dieselbe Route, wie auch unser Captain Tot geht. Ne? Ihr seht, wenn ich jetzt hier stehe und wieder zurückgehe, geht der Totbert und der andere Tot wieder an diese Position, an die Position, wo ich war. Heftig, ne? Das hat ein bisschen was von den Geister-Tots, ne? Also diese hier, diese Mumien-Tots, die einem hinterherlaufen. Wie man sie auch schon aus Super Mario Galaxy kennt, diese Tots halt, ne? Was heißt Tots? Die Geister-Marios, ne? Diese Schatten-Marios. Dieses Laufschema haben die auf jeden Fall. Hier ist echt nichts. Komm, gib mir den Goldpilz. Kommt.
Ich bin doch fleißig am Suchen, Mann. Wollt ihr mich irgendwie ein bisschen verarschen oder so? Meine Fresse, Mann. Gut, dann muss ich wohl wieder runtergehen, ja. Und zwar nicht dort runter, wo die Röhre ist, sondern hier beim P-Schalter. Hm. Aber eine gute Sache haben die Tots. Die unsichtbaren Münzen sammeln die gerne ein. Das macht es hier so ein bisschen einfacher. Was heißt einfacher? Jedoch irgendwie vereinfacht es schon die Arbeit, wieder zurückzulaufen und damit die Münzen, um die Münzen dann wieder einzusammeln. Boah, Leute, ich glaube, euch ist da echt langweilig beim Zugucken, oder? Könnt ihr ja mal gerne schreiben. Ich glaube, so lahmarschig wie ich unterwegs bin, das ist ja nicht mehr feierlich, du. Ich hoffe, ich habe jetzt unten nichts übersehen. Sieht aber nicht so aus, oder? Ich hoffe es einfach mal. Wenn, dann tut mir das leid. Aber ich habe echt keine Böcke, das Level hier dreimal zu spielen. Oder kommt es hier vielleicht gar nicht zum Kamek-Endkampf? Kann das sein? Würde auch keinen Sinn machen, weil man kann sie ja dann nur mit der Rübenkanone besiegen. Und wenn die dann vorkommen würde, dann müssten ja die anderen Tots auch eigentlich in die Kanone steigen. Und das geht ja gar nicht. Da passt ja nur ein Tot rein. Also von daher gesehen. Yay, schon fast 150 Münzen, Alter. Wir sind so gut. Okay, wie kommen wir jetzt nochmal weiter? Wie war das nochmal? Gab es da nicht eine andere Röhre, die nach oben geführt hat? Oder so? Ja, ich glaube, die war das, die blaue. Gut, dann gehen wir jetzt hoch. Ja, ja, macht Spaß. Aber dass es hier keinen Goldpilz gibt, das ist doch nicht dein Ernst. Hm. Das kann nicht sein. Ich habe den bestimmt schon wieder übersehen. Da war bestimmt irgendwo im Gras, wo man den mit einer Wahrscheinlichkeit von 0% sieht. Oder der ist hier. Oder der ist einfach hinter der Röhre. Gut, dass wir nachgeschaut haben. Da muss man echt immer stutzig sein. Bis jetzt kam in jedem Level ein Goldpilz vor. Das ist so eine heftige Quote. Und da unten sind nochmal Münzen. Die sammeln wir auch nochmal fleißig ein. Ich habe es nämlich mitbekommen. Ja, ich bin nicht dumm. Oh Gott, ich bin... Doch, ich bin vielleicht dumm. Aber so dumm bin ich dann auch nicht. Okay. Dann kommen die Kamex wohl doch nicht mehr vor. Das ist, finde ich, sehr gut. Zack. Ich sag mal einfach dreist, wie ich bin. Wir haben alles. So gut wie alles. Jo. Gut, dann gehen wir mal hoch, ne? Es kommen doch welche vor. Nein! Stirb! Was zum Fick? Geh drauf! Oh mein Gott! Es kommen doch welche vor, Mann. Euer Ernst, Mann? Alter. Ja gut, dann geht mal hoch. Das habt ihr euch verdient. Ja, ja. Also ich glaube, das Ziel wird sein 250 Münzen oder Goldpilz. Das wird das Ziel sein. 240 Münzen, Alter. Und wir sind so geil drüber. Nice. Der Fluch des Mumitators. Mumitschatz auf Ausklappfaden. Ja, ja. Mit Captain Toadette. Also diese Mumie meinte ich mit dem Schatten Mario. Und das kann echt schwer werden, Alter. Mit der Mumie im Rücken. Jo, ihr seht, jetzt spawnt der Geist. Oder die Mumie. Und das kann echt hart werden, Alter. Das kann echt hart werden. Da muss man immer so gehen, dass die Mumie einen nicht trifft. Also das ist... Ihr kennt es aus Super Mario Galaxy oder Galaxy 2. Das ist genau das gleiche. Genau das gleiche Prinzip mit dem kleinen, aber feinen Unterschied. Ist da noch eine Münze? Naja. Scheiße! Gut, ich wollte mich hier vorarbeiten, aber das hat wohl noch doch nicht so gut geklappt. Alter! Ich habe keinen Bock getroffen zu werden, Alter. Mach keinen Scheiß. Mhm. Nein! Ach, verdammt! Nur weil ich da gegen die Kante gelaufen bin. Ist das dein Ernst, Mann?
Oh, bitte. Naja. Aber wie krass das ist, ne? Also ihr merkt, wenn da diese Münzen-Challenge ist, dann braucht man wirklich in jedem Level den Goldpilz. Also man musste 240 Münzen im letzten einsammeln. Und ich hatte 273 Münzen gesammelt, das kann sein, oder? 273 Münzen. Ohne Goldpilz wären wir bei 223, also 17 weniger, als man braucht. Ne, also ihr merkt, das ist schon hart notwendig und ich warte jetzt ab, bis der Schalter sich wieder deaktiviert hat. Ne, du kannst wirklich so viele Münzen, wie du willst. Im Endeffekt brauchst du so oder so immer den Goldpilz. Also von daher, immer schön die Augen offen halten, ist da mein Tipp für euch. Ne, wenn ihr das gerade auch spielt, dann ist mein Tipp definitiv, schön die Augen offen halten, ne? Kinners. Okay, okay, komm, 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 komm. Okay, jetzt hier schön im Kreis rennen. Alter, die Kamera ist gerade echt scheiße. Gut. Lauf doch nicht! Wie soll ich das denn machen? Ah, okay. Mit dem Superhammer können wir hier ganz leicht die gute Mumientoilette besiegen. Aber keine Angst, die kommt nochmal wieder. Die kommt nochmal wieder. Da braucht ihr euch keine Sorgen machen. Und dass ich gerade eben da den Schalter aktiviert hat, das ist ein bisschen doof. Und deswegen warte ich nochmal, bis der wiederkommt. Okay. Los. Okay, hier nochmal rein, schnell. Und hier siehst du echt gar nichts. Hier siehst du gar nichts, Alter. Da siehst du gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, ob ich da alles eingesammelt habe oder nicht. Weil du da wirklich immer diese scheiß Toilette im Nacken hast. Da musst du aufpassen. Aber ich muss sagen, mit der Mumie ist das viel leichter als in Super Mario Galaxy, weil das ist schon recht großzügig mit dem Abstand, den die hier läuft. Du kannst sie auch recht gut austricksen, von daher alles cool. So, einmal schaue ich noch rein, ob wir wirklich alles haben. Alter. Alter! Scheiße, Mann. Ihr seht, ne, wie großzügig das ist. Das ist richtig nice. So, jetzt frage ich mich, kann ich... Reicht es, wenn ich den rechten nur aktiviere oder muss ich auch irgendwie auf den linken hoffen, dass es da irgendwie was gibt? Ich laufe mal einfach nur zum rechten. Mhm. Okay, hier gibt es nur Münzen und... Scheiße, das... Fuck, hätte ich das gewusst. Nein! Ach, verdammt, man muss doch beide aktivieren. Kacke. Och, nee. Ist das ein Kack? Meine Fresse. Das nur, weil man so ein bisschen rumexperimentiert. Das hat jetzt nichts mit Dummheit oder so zu tun. Das ist einfach nur, weil ich wissen wollte, reicht dir eine? Nee, der reicht nicht. Aber jetzt weiß ich ja besser, wa? Ah, gut. Wenn ich das Level schon mal durch habe, dann habe ich schon mal die halbe Miete vom Kapitel, würde ich sagen. Dann haben wir locker schon die Hälfte des ganzen Bonuskapitels durch. Und das ist ja auch was Feines, ne? Also die Leute freuen sich dann immer, wenn dann so kommt, so... Oh, schon fast durch, Mann! Und ich möchte anmerken, oder ich möchte mal aufmerksam machen, ich bin... Ja. Ich bin bestimmt einer der wenigen Leute, die es... Oder was heißt einer der wenigen Leute? Ich bin, glaube ich, der Einzige, der es mit so wenig Parts durchgeschafft hat. Ohne jetzt arrogant oder so zu klingen. Es ist, glaube ich, einfach so. So muss es sein. Weil ich habe schon bei anderen nachgeschaut und die sind ab diesem Part schon... Die hängen bei diesem Part hier schon... Das ist ja jetzt Part 21, glaube ich. Oder nee, 22 müsste es sein. Und die anderen hängen dann... Scheiße. Alter. Ihr seht, wie großzügig das ist, ne? Und ist da echt nichts? Ne, da scheint echt kein Goldpilz zu sein. Und die anderen hängen locker schon so. Scheiße! Alter, wie großzügig ist das bitte, dass die einen nicht trifft. Und die anderen hängen dann schon so zwei Parts Minimum hinterher. Da möchte ich doch sagen, ich mache eigentlich eine recht gute Leistung dafür, dass ich, ja, recht kurze Parts habe. Ich meine, ich mache so, ja...
Minimum, ja, so geschätzt halt mache ich so, keine Ahnung. 20 Minuten Parts immer. Der wird hier jetzt etwas länger, deswegen. Ich schätze mal, dass der Part so 30 Minuten haben wird. Weil ich an diesem scheiß Rätsel hier hänge. Okay. Ich gehe jetzt aber dennoch wieder zurück. Weil das einfach zu riskant ist. Und beim nächsten Mal rennen wir dann ganz hoch. Und jetzt gucke ich mir das mal an. Aber warum gibt es hier keinen Goldpilz? Ey, hier gibt es doch 100 pro Goldpilz und ich habe den schon längst übersehen. Ernsthaft. Naja, lassen wir uns mal überraschen, wo der ist. Der kann auch wirklich an der letzten Station sein. Das heißt da jetzt nichts hier. Ach scheiße, ich habe den falschen Weg genommen. Dammit! Alles cool, Alter, alles cool. Wir haben's. Obwohl? Scheiße, ist das knapp. Mach keinen Scheiß, Mann. Alter. Okay, jetzt gucke ich nochmal hier nach. Ob hier was sein kann. Ist hier echt nichts? Okay, dann ist hier wirklich nichts. Oder ich habe den grünen... Was heißt Grünstern? Dann habe ich halt den Goldpilz übersehen. Yes! Wir haben's! Und warum ist jetzt hier in dieser Episode ein Goldstern und in allen anderen waren Grünsterne? Hä? Wo ist der Sinn? Ach, Grünstern wegen Super Mario 3D World Anspielung. Okay, alles klar. Ja, ja, Kai hat das Rätsel geknackt. Gut, dann würde ich sagen, Alter, wir haben schon mehr als die Hälfte des Bonuskapitels gelöst. Ich würde sagen, noch zwei Parts, dann wären wir durch, Alter. Dann wären wir so bei Part 24. Sieht aber echt so aus, oder? Zwei, drei Parts habe ich noch und dann würde ich sagen, läuft bei dir, Junge. Fett bist du geworden. Von daher gesehen, sehen wir uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn ihr Bock habt. Haut rein, ciao.